als Verband kann nur sagen, die Digitalisierung ist viel wichtiger eigentlich als den U-Wert des Rahmens oder noch ein Stückchen mehr an den konstruktiven Besonderheiten des Fensters, die wir alle so kennen und die wir seit Jahren ja auch alle beherrschen. Ne? Der Schritt für einen klimaneutralen Gebäudebestand, den wir ja in Zukunft alle haben wollen, das ist ja unsere Herausforderung und Chance, wird nur mit einer Digitalisierung, mit einer Automation funktionieren, indem das Fenster mit seinen Stärken, Dynamik, Transparenz, das alles voll entfalten kann. Die Sonne scheint mit solarer Gewinne, das wollen wir haben, das ist unser kostenloser Energieträger für die Zukunft im Winter. Das kann man nutzen, das kann man berechnen und gleichzeitig brauchen wir einen baulichen, sommerlichen Wärmeschutz über Automation, über Sonnenschutzanlagen, die dann auch wirklich unten sind, wenn die Sonne scheint, nicht nur da sind, aber oben bleiben. Und wir brauchen Nachtauskühlung, das Fenster muss aufgehen, weil wenn der Langfinger kommt, muss es auch zugehen. Das sind alles automatisierte digitale Komponenten im Produkt, die wir brauchen, um unsere Konstruktion in der dynamisch ist das entscheidende Wort, transparente Gebäudehülle, ins Spiel zu bringen. Bei Ihnen, Herr Walter, geht es unter anderem, neben einigen anderen Aspekten, auch um eine App. Aber zunächst mal muss man sagen, Sie haben das Thema wirklich entschlossen angepackt und zwar nicht erst heute. Was ich das Allerspannendste finde, ist einfach die Motivation bei Ihnen, denn die Motivation war es eigentlich, über das Thema Digitalisierung die Prozesse, die in der Produktion schon sehr, sehr gut funktionieren, auch für die Montage, auch für die Baustelle in den Griff zu bekommen. Ja, genau, das ist richtig, wie Sie das sagen. Wir haben natürlich uns sehr früh schon mit dem Thema Digitalisierung bei uns im Betrieb auseinandergesetzt. Das ging von einer konsequenten Automatisation über eine papierlose Fertigung, wo wir schon seit 12, 13 Jahren komplett digital in der Produktion aufgestellt sind. Also bei uns hat es in der Kunststofffensterproduktion schon vor 12 Jahren kein Blatt Papier mehr gegeben. Und das aktuelle Projekt, was Sie jetzt auch angesprochen haben, ist, dass man den ganzen Montageablauf auch komplett digitalisieren wollen. Das geht dahin, dass ich A, im einfachsten Schritt Daten abgreifen kann, über, wenn ich das Fenster scanne auf der Baustelle, dass ich Glasdaten habe, dass ich Beschlagsdaten habe, dass ich Herstellungsdatum, was ist es für ein Profil, was ist es für ein Flügel. Aber das sind ja relativ einfache Daten, die ich da abgreife. Das kenne ich, weil da ein Chip eingebaut ist in dem Fenster. Wir bauen seit letztes Jahr im Sommer in jedes Kunststofffenster bei uns einen NFC-Chip ein, ja. Und ich bin da seit der Zeit mit der Firma DBS in einem gemeinsamen Projekt, wo wir das weiterentwickeln. Und mein Ziel ist jetzt nicht nur, solche Daten auf der Baustelle abzugreifen, sondern den ganzen Montageprozess im Prinzip zur Digitalisierung. Das geht über die Planung, also dass ich über das System meine Monteure plane und dass ich dem Monteur dann auch die entsprechenden Unterlagen digital zur Verfügung stellen. Das Ziel ist es, wenn er ein Problem hat auf der Baustelle, dass er den Chip scannt, ein Foto macht, das Problem schildert und dann geht das zurück wieder bei uns in die Planung und derjenige hat dann wieder Zugriff drauf und kann sehen, Mensch, da ist das und das Thema. Also wir wollen den ganzen Ablauf bis hin zur Abnahme, Bauabnahmen später mit dem Kunden über das System abdecken. Lässt sich das schon, ich sag mal, teilbewerten? Wie ist da der Stand der Dinge? Stellen Sie da fest, dass das, was letzten Endes ausschlaggebend war, um das in Gang zu setzen, dass das teilweise auch erreicht wird? Ja, im Großen und Ganzen schon. Also wie gesagt, wir sind da mitten in diesem Prozess drin. Ich bin da selber im wöchentlichen oder 14-tägigen Austausch mit der DBS, mit denen wir das zusammen machen. Da fließen immer wieder auch neue Ideen ein in dieses Thema. Ich denke da an Sachen wie Bautagebücher da auch mit einzubringen, dass man dokumentiert über das System Wetterdaten abrufen kann, dieses ganze Thema, dass man zum Beispiel auch sagen kann, du, da ging es einfach nicht. Wir haben da an dem Tag keine Bänder kleben können oder nicht schäumen, weil da hat es 5 Grad Minus gehabt, dass man in Zukunft solche Sachen da überhaupt greift. Also das ist wirklich spannend und wir sind da mittendran in so einem riesen Prozess. Damit ist Herr Walter aber schon relativ weit, so im Branchenquerschnitt. Ja, also ich kenne jetzt nicht alle 6.500 Unternehmen in unserer doch breit gefächerten Branche. Die Montageabläufe zu digitalisieren ist richtig, das macht der eine mehr oder besser. Der Weg ist super richtig. Ich glaube, diesen Chip gibt es noch nicht so breit im Markt. Ich kenne momentan, glaube ich, nur 3 oder 4, die es aber auch in unterschiedlicher Intention nutzen. Sie wollen es für die Montagesteuerung nehmen, der andere will es haben, um seine Prozesse zu dokumentieren aus der Vergangenheit. Was ist drin in meinem Fenster, wenn es mal
gewartet, getestet werden muss. Ja, Kompliment, Sie sind da sehr, sehr weit. Ich suche das Papier, ich finde es bei Ihnen in der Fertigung. Sie sind jederzeit herzlich eingeladen. Freue ich mich.